Gut, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier mit der Kerstin und die Kerstin wird uns jetzt viele wunderschöne Sachen über Wasser erzählen, denn wir hatten es im Ernährungsseminar ja übers Wasser und ihr habt schon viel mitbekommen, doch wie ich vorgeschlagen habe, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir einfach einen Experten zu dem Thema mit dazu holen. Und damit ihr auch die Kerstin nochmal kennenlernt, der eine oder andere kennt sie ja schon aus dem Seminar, würde ich sagen, Kerstin, stell dich doch einfach mal vor, was du so genau machst. Ja, schönen guten Morgen, Kerstin. Mein Name, ich komme aus München, also ursprünglich ja ganz woanders her. Habe dort mein Business aufgebaut 2011 und betreue Hausverwaltung auf dem Gebiet der Trinkwasserverordnung. Also es geht darum, Legionellenproblematik in den Hausinstallationen. Das war eben halt, damit habe ich angefangen und da mir das Wasserthema an sich ganz, ganz viel bedeutet, habe ich mich da drinnen noch ein bisschen mehr vertieft und mich darum ein bisschen gekümmert oder belesen, was alles in unserem Wasser mittlerweile so drinnen enthalten ist und was unser Wasser mittlerweile macht kann für uns im Körper. Und genau, und so bin ich dazu jetzt erstmal so gekommen. Und der Raphael hat mich heute eingeladen. Oh nein, wenn du sagst, du betreust sie in Bezug auf Legionellen, was sind denn Legionellen, wenn du das einfach mal kurz definieren kannst? Legionellen sind kleine Mikroorganismen, die im Trinkwasser drin sind. Die sind gut, die brauchen wir auch wiederum, weil unsere Installation lebt, unser Trinkwasser lebt. Und in diesem lebenden Mikroorganismen sterben natürlich auch Bakterien ab. Und die Legionelle ist dafür da, dass sie in dem Moment diese toten Bakterien wiederum auffrisst. Ist aber dieses Milieu im Trinkwasser zu hoch, also haben wir zu viel Biofilm, zu viel Mikroorganismen, explodiert in dem Moment die Legionelle und die kann dann für uns beim Duschen eben halt ganz, ganz dramatische Auswirkungen haben, weil wir eben halt uns durchs Einatmen unter der Dusche damit anstecken können. Und die explodiert dann in dem Moment in der Lunge und das ist so mit Lungenentzündung, Grippe. Da sind noch die harmlosen Geschichten, es kann bis zum Tod führen. Und aus dem Grund hat der Gesetzgeber eben halt veranlasst, 2011 die Trinkwasserverordnung zu machen. Und wie gesagt, dass jeder vermietete Wohnraum in dem Moment auf Legionellen untersucht wird. Okay, ja, das hört sich ja auch krass an, dass man unter der Dusche im Prinzip sterben kann. Ja, Ja. ja. Aber das ist halt auch so ein Thema, das wir ja schon durchgesprochen haben, dass das Trinkwasser oder das Leitungswasser im Prinzip immer noch als Trinkwasser gilt, glaube ich. Ja. Aber trinken wollen wir es eigentlich nicht, oder? Doch, also sollte man schon. Unser Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel, was wir überhaupt haben. Okay. Vom Prinzip her. So, ist das Wichtigste. Wir bestehen aus 70, 80% aus Wasser und wir brauchen das Wasser. Wir brauchen das Wasser, dass unser Organismus in Schwingung ist, weil wir bestehen ja zum Teil aus Schwingung und er braucht dieses Wasser. Ist aber dieses Wasser sehr hoch von der Belastung her nicht richtig rein, dann kann unser Körper, weil unser Körper ja in dem Moment durch Ernährung und alles Schadstoffe produziert, Abfallprodukte, die muss er rausbringen. Und wenn das Wasser aber schon voll ist, wie ein Schwamm, kann er die Schadstoffe aus dem Körper nicht mehr rausbringen. Und er braucht das reines Wasser, um dann in dem Moment den Körper wiederum sauber zu machen. Dafür ist das Wasser ganz, ganz dolle wichtig. Und vor allen Dingen eben halt auch kein totes Wasser. Also das ist so in den Flaschen, ist ja oftmals immer dieses tote Wasser, was eben halt, was ich ja nun gar nicht mehr mag. Aber und das Leitungswasser ist eben halt ein Bakterium. Darum heißt es ja auch immer unser Lebensmittel Nummer eins und hat ein Verfallsdatum von 3 Tagen. Okay. Das heißt also, es muss nach 3 Tagen umgewälzt werden. Also wenn du jetzt sagst, du fährst jetzt in den Urlaub oder irgendwas, denn viele machen eben halt, dass sie eben halt im Urlaub ihr unter die Duschen da laufen lassen, ja, weil im Ausland und überall. Das ist alles gut und schön, aber wenn sie dann nach Hause kommen, stellen sich dann abends oder frühmorgens unter der Dusche und atmen wirklich nach 14 Tagen abgestandenes Wasser aus ihrer eigenen Leitung ein und wundern sich, dass sie dann krank werden. Okay. Oh, das bedeutet, wenn ich jetzt seit 14 Tagen in Urlaub gehe, dann bräuchte ich jemanden, der alle 2 bis 3 Tage mal kommt, irgendwie das Wasser mal eine halbe Stunde laufen lässt oder sowas. Naja, so lange nicht. Aber ein paar Minuten. Genau. Okay. Und würde es auch gehen, wenn ich nach den 14 Tagen zurückkomme? Ich meine, das ist gesetzlich dann wahrscheinlich nicht in Ordnung, aber dann einfach eine halbe Stunde laufen lasse. Es geht auch.
Ja, aber es ist eben schon, du hast eben halt dadurch, dass die Belastung vom Trinkwasser, also mittlerweile die Mikroorganismen sind sowas von resistent geworden, was wir nun mal halt haben durch Umwelteinflüsse, Medikamentenrückstände, Psychopharmaka. Wir haben die natürlich eine Resistenz entwickelt, wo du eben halt sagst, das ist schon gravierend. Und umso länger das Wasser steht, umso mehr kann sich dort in diesem Biofilm eben halt bilden. Und die benutzen diesen Biofilm, der da drin ist, in dem Moment als ihr eigenes Zuhause, und die bauen das auf. Und wenn das Wasser steht, dann ist da Ruhe drin, dann passiert da gar nichts. Und dann können die natürlich sich so richtig schön vermehren. Und wenn wir dann in dem Moment nach 14 Tagen eben halt auch das Wasser laufen lassen, ja, dann ist erstmal ein Fluss da und der reißt dann auch in dem Moment den Biofilm ab und transportiert ihn auch ab. Aber deshalb ist trotzdem die Grundlage schon mal geschaffen. Und es wäre schöner, entweder A, zuzudrehen, also die Hauptleitung, nicht Eckventile oder sowas, sondern die Hauptleitung zuzudrehen. Oder eben halt jemand zu organisieren, der alle, theoretisch wäre es, also Gesetzgeber schreibt vor, alle 3 Tage, ja, nach 72 Stunden, aber wenigstens einmal in der Woche. Also das wäre denn so schon ganz, ganz, ganz toll wichtig, das zu machen. Weil es ist dein Schutz. Ja. Weil kein Mensch steht unter der Dusche und atmet nicht. Ja. So, und dann kommt eben halt im Kaltwasser mit dazu. Du hast verschiedene Rohrsysteme im Leitungswasser. Ja, weil ab der Wasseruhr ist ja in dem Moment der Betreiber dafür verantwortlich. Und so ein Leitungssystem besteht aus Verzinken, da ist Kupfer drin, da sind Wasseruhren drin, da ist alle möglichen Bestandteile drin. Und wenn das Kaltwasser, auf der einen Seite hast du die Legionelle im Warmwasser und auf der anderen Seite das Kaltwasser. Und in dem Kaltwasser hast du eben halt die Problematik, dass, wenn das so lange steht, die Werkstoffe, womit die ganze Installation verbaut ist, ja auch abgeht, und das ist das, was du trinkst. Mhm. Ja, und auch gerade Armaturen oder sowas. Und wenn du dann in dem Moment noch dir mal eine schöne Armatur kaufen wolltest aus dem Baumarkt oder hast eine von Ikea geschenkt bekommen, dann hast du ein richtiges Problem, weil da ist zum Teil Blei drin, extrem viel Nickel, ja, weil die nicht hier in Deutschland produziert wurden, sondern eben halt woanders. Und das wird abgegeben an das Trinkwasser. Und das ist das, was du früh morgens trinkst. Darum auch immer, wenn es geht, wirklich entweder die Hauptleitung komplett zumachen, dass sie komplett zu sind, dann ist es auch egal, wie lange du weg bist. Mhm. Oder eben halt dafür sorgen, dass jemand ständig das Wasser bewegt. Das ist ganz, ganz toll wichtig. Okay. Und wenn du dann sagst, okay, das ist dann morgens das, was wir trinken, also empfiehlst du denn, Leitungswasser zu trinken, oder sagst du, das ist nicht besonders gut, Leitungswasser zu trinken, oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie man das Leitungswasser leicht verarbeiten kann oder sowas, abkochen oder sowas, hilft sowas vielleicht? Also, Leitungswasser zu trinken ist immer noch gesünder, als aus einer Flasche zu kaufen, definitiv. Weil? Weil, A, ist es ein Lebensmittel, immer noch, immer alles, was aus der Leitung, das lebt. So, und wenn es abgelaufen ist, ist es immer noch kontrolliert vom Gesetzgeber. Das ist erstmal das eine. So, und die normalen Bakterien, die da drin sind, die damit leben wir schon Millionen von Jahren, das funktioniert. Wir haben eine Magensäure, das funktioniert alles gut. Wir haben keine großen, also keine Schwermetalle oder sowas drin, wenn es laufendes Wasser ist. Kein Stagnationswasser, sondern laufendes Wasser. So, in einer Flasche, wenn du die kaufst, hast du in dem Moment, wird das aufbereitet. So, A, sind nur 80% Leitungswasser drin, auch wenn da Quellwasser draufsteht oder sonstiges, wird nur prozentual zugeführt. Und dann kommt ja noch mit dazu, dass es hier haltbar gemacht wird. So eine Flasche Wasser kannst du in die Sonne stellen und es ist haltbar. Also da passiert gar nichts mit. Das ist komplett tot. Da kommen dann noch in dem Moment Chemikalien mit rein, damit sie erst richtig haltbar gemacht wird. Die haben, so ein Wasser hat eine Leitfähigkeit, das steht mittlerweile schon gar nicht mehr drauf. Du kannst es gar nicht mehr nachlesen, wie hoch die Leitfähigkeit ist. Und somit ist es in dem Moment für unser Körper überhaupt gar nicht zu verwenden. Also ich würde überhaupt gar kein... Also dann trinkt wirklich Leitungswasser und dann ist es gut. Lass es ablaufen, aber niemals Flaschenwasser kaufen. Oder eben halt, es gibt zwei Flaschen, die ich selber kenne, wo ich sagen würde, okay, die würde ich empfehlen. Das ist einmal die Leonardo-Quelle. Das ist so eine Art Mondscheinwasser. Und eben halt dieses Lauretana. Ja, das Lauretana ist ein Wasser, was kommt aus Italien, kann ich empfehlen, hat die geringste Leitfähigkeit und aus dem Grund. Aber
ich mag es, ich nehme es nur mit, weil es nicht anders machbar ist. Mhm. Aber ansonsten würde ich immer dazu raten, eher Leitungswasser zu trinken. Und wenn du wirklich auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung achtest, dann kauf dir einen anständigen Wasserfilter. Okay. Bedeutet also, das Leitungswasser ist prinzipiell, obwohl es so, also verschmutzt ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber obwohl da viele Dinge drin sind wie Medikamentenreste und sowas, Hormonreste und sowas, ist es trotzdem noch gesünder als ein normales Vitell oder Volvic oder wie das alles heißt, was eh von Nestle kommen und wir nicht kaufen. Okay, das ist sehr interessant. Und dann hast du gesagt Wasserfilter. Also ich zum Beispiel habe auch einen Wasserfilter, der das, ich glaube, das ist per Osmose oder sowas. Erzähl uns einfach mal was zu Wasserfilter, was du da, also was ist zum Beispiel wichtig, was sollte der können, was soll der nicht können. Es gibt auch 60 Euro Wasserfilter auf eBay oder sowas, habe ich schon gesehen. Also klär uns doch einfach mal kurz ein bisschen so drüber auf. Also gut, Wasserfilter gibt es, ja, wie du schon sagst, verschiedene Wasserfilter. Ja. Die Sache ist eben halt die, man sollte sich da auch wirklich beraten lassen. Mhm. Ganz, ganz, ganz dolle wichtig. Was ein Wasserfilter haben muss, sind Keimsperren. Mhm. Ja, das eben halt, weil das da ja Leitungswasser durchläuft und deshalb entstehen eben halt dort immer Mikroorganismen und solche Mikroorganismen sind in dem Moment auch in Anführungsstrichen auch Keimschleudern. Das ist so. Ja, und die sollten in dem Moment das Wasser nicht wieder zurück verschmutzen. Also, dass du immer sagst, kannst du eben zurückgreifen und hast in dem Moment sauber gefiltertes Wasser. Was ganz dolle wichtig ist, dass wenn ein Wasserfilter eben halt auch alle Medikamentenrückstände, also alles rausfiltert, nicht nur eins, zum Beispiel wie beim Brita-Filter nur den Kalk oder so, ja, da hast du, der Rest ist deshalb trotzdem drin. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, man könnte Wasser auch abkochen oder sowas. Funktioniert nicht. Machst ein Bakterien beim Abkochen Bakterien tut, der Rest ist ja trotzdem drin. Ja, okay. Du kriegst es nicht raus. Schwermetalle oder Medikamentenrückstände bekommst du so nicht raus. Das laufen immer verschiedene Filterstufen. Und das Wasser sollte eben halt gerade in einer richtigen Filteranlage über mehrere Filterstufen laufen, inklusive dann einer Rückverkeimung, dass du eben halt UF, also das sind Ultrafiltrationsanlagen drin, das ist das Kleinste und danach kommt die Osmoseanlage. Und Osmosewasser ist ja vom Prinzip her komplett tot, da ist ja gar nichts mehr drin. Ja. So. Und so. So sieht es in dem Moment in dem Filter, den ich habe, eben halt aus. Der filtert dir alles runter und dann belebt er das mit allem das, was du eben halt brauchst an Mineralstoffen, Vitalstoffen, dass das Wasser wieder lebt und das alles, das macht der in dem Moment alles wieder fertig und dann kannst du es trinken. Und das schmeckst du auch. Ja. Und ich benutze meinen Filter mittlerweile seit über 6 Jahren und ich schleppe mein Wasser überall mit. Also und es wird in Zukunft auch daraufhin auslaufen, weil wir haben nur bestimmte Kapazitäten an Grundwasser da. Mhm. Ja, da wir bekommen eh schon kein reines Grundwasser mehr, sondern aufbereitetes Wasser. In manchen Gebieten in Deutschland ist es eben halt auch so, dass die Oberflächenwasser benutzen. Dass sie gar kein Grundwasser mehr haben vom Prinzip her und das wird immer schlimmer und eben wie gesagt die Verschmutzung, was von oben runterkommt, was der Mensch noch mit zutut, Plastik, alles, also das ist etwas und es gibt kaum Studien darüber, dass in dem Moment mit dem Wasser, was das bei uns im Körper veranlasst, weil natürlich eine Pharmaindustrie nicht dafür unbedingt ganz viel Milliarden Geld ausgeben würde, um zu sagen, okay, dass ihr Medikament jetzt nach 20 Jahren Benutzung nicht schädlich ist. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, da eine Langzeitstudie zu machen. Das ist so ein bisschen die Problematik. Okay, also wäre praktisch das Ziel, dass man sich einen guten Wasserfilter holt, im Prinzip sein Wasser immer möglichst selber abfüllt, wenn man weiß, man geht irgendwie weg oder sowas. Und wie machst du das denn, wenn du verreist? Ich meine, du kommst aus München, bist jetzt hier in dem schönen Aachen heute. Hast du dann 10 Liter Wasser abgepackt und mitgenommen oder hast du so einen To-Go-Filter? Oder? Nein, das gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Also ich habe meinen Lauretaner mit. Das ist das, was ich im Auto habe und das funktioniert ganz gut, weil wie gesagt, ich brauche auch irgendwas zum Trinken und dadurch, dass ich meinen eigenen Wasserfilter nicht mitschleppen kann, habe ich eben halt meinen Lauretaner, was ich
in dem Moment trinke und was ich auch jedem empfehle. Denn für die Zeit und morgen Abend bin ich wieder zu Hause und dann kann ich wieder mein Wasser trinken und da freue ich mich auch schon wieder ganz doll drauf. Okay, also ich kann jetzt nur bestätigen, also ich habe auch einen Wasserfilter, der hat nicht alles, was du beschrieben hast, ja, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, aber es schmeckt ganz anders, ja, wenn man das Wasser direkt aus der Leitung nimmt und trinkt und nimmt es dann aus der Filteranlage und trinkst, das ist ein wirklich großer Unterschied geschmacklich. Ich mache es dann bisher so, ich fülle es ab in Karaffen, habe da so ein paar Edelsteine drin, wo man auch sagt, dass die da wieder ein bisschen mineralisieren oder Energie reinbringen, was glaube ich auch nicht das Schlechteste ist. Und auch da ist es nochmal ein Unterschied, also man kann das auch wirklich schmecken. Es ist weicher, es ist angenehmer, man kann es einfach besser trinken. Und ganz lustig ist zum Beispiel auch, seit ich das gefilterte Wasser habe und meine Freundin immer Tee macht, am Anfang war der Wasserkocher ziemlich verkalkt. Mit dem Wasser ist auf einmal entkalkt. Also wir haben nicht entkalkt, sondern dadurch, dass das Wasser halt nichts mehr hat, dann alles aufnimmt und sowas, wurde dann der Wasserkocher auch wieder kalkfrei, was echt ganz cool ist. Und er verkalkt auch jetzt nicht mehr. Also ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Dann noch eine Frage. Ich gehe mit ein paar Kumpels nächste Woche so ein bisschen in den Wald und wir haben uns überlegt, okay, wir brauchen halt auch Wasser. Weil du jetzt halt sagst, okay, so transportable Wasserfilter gibt es nicht. Aber es gibt ja schon verschiedene Systeme, die angepriesen werden, dass die halt das Wasser filtern. Ob die jetzt halt wirklich alles rausfiltern oder sowas, ist natürlich zu bezweifeln. Aber gleichzeitig lohnt es sich ja trotzdem, sowas mitzunehmen, um einfach vielleicht das Gröbste rauszufiltern, dass man vielleicht nicht unbedingt krank wird. Oder was denkst du dazu? Also das sind so etwas, weil ich jetzt selber nicht campen gehe, habe ich mich in dem Sinne da auch groß noch nicht so mit beschäftigt, was es dann in dem Moment auf dem Markt gibt. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt eine Flasche, wo man angeblich Wasser filtert, aber inwieweit da, keine Ahnung. Also muss ich wirklich echt sagen, tut mir sehr leid. Kein Problem. Kann ich jetzt keine Aussage zu treffen. Also wenn er kein Wasser mitnehmen könnt, ist natürlich schwierig. Gerade auch, weil ja viele Medikamentenrückstände im Oberflächenwasser drin sind. Früher konnten wir eben halt wirklich auch noch aus dem See, aus einer Quelle das Wasser trinken. Das war also da, wo du gebadet hast, da wärst du nicht von krank geworden. Mittlerweile sind natürlich durch den Regen und durch den Einfluss von außen oder sowas, schwimmt das natürlich alles da drin. Und das ist alles im Oberflächenwasser drin. Also ich würde es jetzt nach 20 Jahren nicht mehr unbedingt trinken wollen. Also kann ich jetzt so nicht unbedingt sagen, was er jetzt so macht nächste Woche, wenn die Kippe geht. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal Wasser mit und schauen dann einfach. Also genau. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Überlebenstraining. Wir gehen einfach nur in den Wald und schauen mal, was passiert. Der Mensch trägt sehr viel dazu bei, dass das Wasser eben nicht mehr die Qualität hat, wie es hat. Ja? Wir lassen es nicht runtersickern, holen es nicht aus dem Grundwasser, dass es richtig gereinigt ist und so weiter. Was kann denn jetzt jeder Einzelne tun? Vielleicht auch, wenn es keinen riesengroßen Beitrag hat zum Allgemeinen, aber wenn jeder einen kleinen Beitrag macht, dann schaffen wir auch wieder einen größeren Beitrag insgesamt. Was kann denn jeder Einzelne tun, um die Qualität des Wassers so ein bisschen zu verbessern, wenn wir das mal so beschreiben wollen? Ja, jeder Einzelne. Erstmal versuchen, nicht so viel Plastik zu verwenden. Ja, das ist eben halt das eine. Dafür zu sorgen, dass er in seinem, wir haben hier in Deutschland, sind wir immer noch gut bestückt, wir haben Wasser, so ist es nicht. Wir verschmutzen es in dem Moment bloß immer selber, dass man eben halt wirklich selber für sich darauf achtet, dass man, wie gesagt, keine Verpackungsmüll irgendwo rumschmeißt, liegen lässt. Raucher ist das gleiche Problem. Geht mal einmal in die Stadt und zählt mal die Kippen auf 100 Metern, was da rumliegt. Das landet alles im Grundwasser. Das ist alles, diese Nikotinreste, alles, was da drin ist, die ganzen Schadstoffe. Versucht man nicht zu rauchen. Ist so. Ich habe auch vor 15 Jahren aufgehört. Damit wirklich echt bewusst zu achten, was kaufe ich, was esse ich, was benutze ich, da ein bisschen mit drauf zu achten. Das ist für mich so mein Beitrag, wo ich eben halt sage, Leute, achtet da ein bisschen drauf. Ja, und gerade auch zu Hause auch die Hygiene da ein bisschen einzuhalten, weil es gibt Bakterien, die nun mal halt auch in einer bestehenden Trinkwasserinstallation wachsen können. Dass man da eben halt hygienisch ein bisschen drauf achtet, regelmäßig die Pellatoren sauber macht.
das immer wieder. Erklären, was das ist. Genau, also unter jeder Armatur sind eben halt so eine Siebe da unten, so eine Perlatoren genannt drin. Die sollte man dadurch, dass ja da Leitungswasser durchläuft, also ein Lebensmittel, entstehen dort in dem Moment immer auch darauf ein Biofilm. Und dieser sollte in dem Moment spätestens nach 4 Wochen mal rausgemacht, abgeschraubt werden, mal richtig Leitungswasser laufen lassen, warm, kalt, und diesen Perlator einfach mal in Essigessenz legen und sauber machen. Damit wird er wieder sauber und dann ist auch alles wieder gut. Ja, also das ist so ein kleiner Beitrag, um für sich seine kleine Oase zu Hause zu schaffen. Weil wenn sich auf diesem Biofilm in dem Perlator ein Biofilm bildet, dann wächst er in dem Moment in die Armatur rein und somit habe ich eine Rückverkeimung. Und das kann ich verhindern, indem ich immer das Wasser laufen lasse. Okay. Das ist so ein bisschen das, der Beitrag, den ich in dem Moment immer sage, immer viel Wasser muss laufen. Es ist ein Lebensmittel und die Hygiene hat mit Sparen überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Gut, also weniger Plastikmüll, darauf achten, was man kauft. Ganz kurz noch das Thema Wasser in Plastikflaschen, weil da sagt man ja immer, das Plastik geht auch in das Wasser rein und sowas. Also mal davon abgesehen, dass wir jetzt halt möglichst versuchen, kein Wasser aus Flaschen zu kaufen, sondern vielleicht eher gefiltertes Wasser nutzen von uns selbst. Aber jetzt sind wir irgendwie im Urlaub und es muss mal schnell gehen. Auf was kann man denn da achten, dass man sagt, okay, ich kann mir einigermaßen sicher sein, dass das vielleicht doch noch das Bessere von den 3, die ich zur Auswahl habe, ist? Also wenn es jetzt rein um Plastikflaschen geht. Wenn es rein um Plastikflaschen geht, oh, ganz schwer, ganz schwer. Also es gibt, eigentlich gar nicht, okay. Weil Plastik ist Plastik. Ja. Also das ist so. Und die schreiben zwar angeblich drauf, aber das ist ein Weichmacher. Die Plastikflaschen kannst du knicken, die kannst du falten, da sind Weichmacher drin. Das kannst du gar nicht, geht gar nicht, weil die Flaschen, die vom Wasserfilter herkommen, das ist ja ein spezieller Kunststoff, den kannst du nicht einfach falten oder sowas. Geht es nicht. Also. Okay, also vereinfacht gesagt, alle Plastikflaschen, die wir zusammendrücken können, Finger weg davon. Und dann lieber vielleicht Glasflaschen mitnehmen, genau, oder sowas, wenn es auch erstmal ein bisschen umständlicher ist. Genau, ist dann aber in dem Moment immer noch ein bisschen gesünder und ein bisschen besser. Und versuchen eben halt keine Glasflaschen denn zu nehmen. Ja. Also das ist so ein bisschen. Und dann langfristig wahrscheinlich mit einer Filteranlage auseinandersetzen, da einfach vielleicht auch mal investieren. Die sind nicht die günstigsten, doch wenn man das sich da mal runterrechnet und es im Fakt mit einem Glasflaschenkauf zusammenrechnet, was man schleppen muss oder sowas, dann rechnet sich das wahrscheinlich schon sehr bald. Ach, mit viel, wenn man eben halt auch sagt, du guck mal, was du an Wasser kaufen würdest, weil viele Leute sagen, sie trinken kein Wasser, sie kaufen es. So, das gekaufte Wasser ist für den Körper überhaupt nicht geeignet. So, das Geld, was sie dafür bezahlen, können sie langfristig gesehen auch im Wasserfilter, und irgendwann gehört der Wasserfilter auch dir. Und dann brauchst du gar kein Geld mehr dafür ausgeben. Also von der Sache. Und zweitens sparst du in dem Moment Verpackung. Das ist so etwas, wo du eben da halt sagst, wo ich jeden nur raten kann, der in den Supermarkt geht und Wasserflaschen kauft, investiert das Geld in Filter. Ganz einfach. Gut, weil wenn das, also nehmen wir mal an, das läuft alles so weiter, wie es jetzt läuft, dann ist es wahrscheinlich eh sehr, sehr klug, sich möglichst bald einen Filter anzuschaffen, weil wir alles andere Wasser vielleicht nicht mehr trinken können, was eigentlich eine sehr, sehr traurige Sache ist. Ja. Weil unsere Kläranlagen nun mal halt auch gar nicht mehr hinwissen, wo die mit den Medikamentenrückständen überall eben halt hin sollen. Und das, was auch von oben kommt, ich sage, wir fliegen alle in Urlaub, das Kerosin, was da oben runterkommt und alles Mögliche, die Schwermetalle, die von oben eben halt kommen, die hierher transportiert werden durch Winder und sowas alles, da ist überall alles drin, das lagert sich alles ab, fällt alles runter, wird durch den Regen wieder zurückgespült und kommt dann in dem Moment ins Grundwasser und aus dem Grundwasser wieder hoch. Und irgendwann ist man voll. Und man kann auch da, wo du eben halt wohnst, ist wie ein Schwamm, dass die Erde wird nicht abgetragen, hier reinigt, wieder hingebracht und sagen, okay, jetzt ist unten alles wieder sauber. Das geht nicht, das ist nicht machbar. Wir können Deutschland nicht abtragen in dem Sinne, um zu sagen, denn okay, jetzt filtert das alles sich wieder selber und dann haben wir wieder sauberes Grundwasser. Wir können nur von außen einwirken. Mittlerweile, anders geht es nicht mehr. Gut, also unser Appell, achtet darauf, dass ihr gutes Wasser habt, zwecks Wasserfilter, lasst Plastikflaschen zu Hause, achtet darauf, dass ihr möglichst wenig Plastik verwendet. Ja,
Vielleicht einfach mal ein paar gute Tupperdosen oder Glasdosen so oder sowas kaufen, wenn man zum Metzger geht, wenn man sich Käse kauft oder sowas, dass man einfach so viel Verpackung wie möglich spart. Und wenn das jeder von uns macht und es dann nochmal weiterträgt an 2, 3 Leute, dann sind wir schon wieder 30, 40, 50 Leute. Ja. Und so können wir das einfach immer ein bisschen weitertragen, damit einfach wir einen guten Teil zur Erde beitragen, denn schlecht wird es von alleine. Ja, dafür sorgen wir schon in dem Sinne, also. Das ist auch das, was ich jetzt sagen würde. Ja. Genau. Also hört sich alles sehr, sehr wild an. Ich glaube, in Deutschland geht es uns trotzdem noch sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Und trotzdem sollten wir darauf achten, dass wir einfach jetzt schon uns dran gewöhnen, möglichst bewusst einfach zu leben. Darum soll es ja auch gehen, ja, bewusst leben, bewusst essen. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen. Danke, ich danke dir. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt es einfach unter das Video. Wir hängen auch den Kontakt von Kerstin mit dazu und dann könnt ihr da auch gerne nochmal direkt Kontakt aufnehmen oder Fragen, wenn ihr Fragen habt, schreiben oder sowas. Auch den Wasserfilter würde ich vorschlagen, den du empfiehlst, würden wir einfach mal unten drunter posten, dass sich da jeder damit auseinandersetzen kann. Also ich weiß, das läuft nicht über dich, aber genau, da stellen wir dann den Kontakt den dementsprechend Kontakt, her. Ja, genau. Gut, wenn ihr Fragen habt, schreibt es runter und ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank nochmal, Kerstin, und auch dir einen schönen Tag. Danke.